So, die Musik ist die perfekte Baumusik, darum hole ich mir jetzt auch mein Holz. Und wir gehen da hinten hin. Moritz, ich bitte um Folgen. Ja. Was bittest du? Ich bitte dich darum, mir zu folgen, denn wir werden jetzt ein Haus bauen. Wo bist denn du? Du bist... Ich baue grad Kohle ab. Wo bist denn du? Ach, da... Ah, okay. Ich baue gerade Kohle ab, aber ich umreiht... So, jetzt... Oh, komm hier, dich nehmen wir. Wir bauen Kohle ab, Kohle ab. Och, komm. Warum kann man die Endermänner tagsüber nicht treffen? Achtung, jetzt wird es gleich überflutet. Mist, da habe ich nicht gedacht dran. Und zack, und... Bam. So, und zack. Und platsch. Das ist ganz... Du bist hier schon fertig. Die passende Musik dazu. Ich habe einfach Minecraft-Musik. Aha, ich habe coole Playlist-Musik. Wir spielen zusammen in einer Welt, der Minecraft. So, jetzt überlege ich gerade, wie wir bauen. Okay, was schlägst du vor? Was schlage ich vor? Also ich bin... Oh, ich habe eine Idee. Ich kann wunderschöne... Hier sitzt gerade unsere, von den Nachbarn die Katze am Fenster und guckt rein bei mir. Ich habe eine Idee, die ich jetzt umsetzen werde. Also, ich wollte gerade sagen, ich kann am besten und wunderschöne Häuser bauen, 5x5 Blöcke groß. Das kann jeder. Ist ein bisschen klein, aber dafür sind sie sehr schön. Ja, aber ich weiß, was wir bauen. Und zwar bauen wir ein Baumhaus. Jo. Hier. Auf der Etage, das ist Etage Nummer 1, Etage Nummer 2 und nur Etage Nummer 3. Und was ich gerne machen würde, da man jetzt ja auch die, jetzt muss ich mal gucken, wie das... Die großen Stufen, da man die ja jetzt auch kopfüber platzieren kann, dass wir dann alle Bäume verbinden mit so kleinen Stegen. Also das wollte ich doch machen, Alter, das wollte ich doch in der, also ein paar tausend Kilometer von hier entfernt machen mit meiner... Alten, oder... Ja, okay, ist egal. Wir machen jetzt erst einmal hier... Also, ich fange jetzt mal an zu bauen. Ich würde oben drauf, oder? Nein, ich fange jetzt mal an zu bauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es aussehen wird, aber meistens hilft es mir, einfach mal anzufangen. Erklär doch mal. Ja, ein Baumhaus also mit mehreren Etagen. Ja, nee, warte mal. Ich würde das Baumhaus eher entweder komplett aus Blättern bauen... Oder so freischwebend um den Baum herum und nicht hier in andere Bäume rein. Ja, aber genau das finde ich eben das Coole, dass es so eine Mischung aus Natur und künstlich ist. Welches Holz nimmst du jetzt? Ist das ich stehe gerade in der Luft. Das ist das, okay, ja. Nee, weil wir könnten ja Dschungelholz auch nehmen. Ja, aber es ist... Also das muss ich ehrlich sagen... Es ist blöd, wenn ich den Boden unter meinen Füßen nicht sehe. Das muss ich ehrlich zugeben, mag ich nicht an den neuen Updates, dass es 100 verschiedene Holztypen gibt. Das ist total verwirrend und ärgert einen nur. Na gut, dann bauen wir eben mit dem Holz weiter. So, warte mal ganz kurz. Hier noch weiter? Wie sieht das denn schon mal aus? Ja, weiterbauen. Einfach weiterbauen. Ah, das geht da zu weit raus. Können wir nicht so die Größe lassen? Dann haben wir hier einen großen mittleren Raum mit dem Baum in der Mitte. Ja doch, hast schon eine Idee. Beziehungsweise hier mache ich die drei Blöcke weg. Habe ich eine Axt? Nein, ich habe keine Axt. Ich könnte mir eine Diamantschaufel machen. So, hier, wie machen wir es hier? Hast du Glas? Na, haben wir natürlich noch nicht. Ich habe 5 Sand, aber wir sind hier in der Wüste. Da haben wir eigentlich kein Problem, wirklich. Okay, weißt du was? Dann bau du am Haus weiter. Ich gehe Sand fahren. Ja. Ihr habt wieder meinen Mauszeiger im Gesicht. Du, ich gehe Sandfarmen, okay? Du baust, ich gehe Sandfarmen. Ich stelle kurz den Mauszeiger um. Okay. Zurück zum Spiel. Jetzt habe ich vielleicht was vergessen. So, okay. So, ich entscheide, wo machen wir unsere Sandmine? Damit es nicht so hässlich aussieht. Unter Wasser am besten. Machst du mit Schildern? Nein, wir haben keine Schilder. Weil da könnte man eine Ebene machen und dann darunter Sand abbauen. Und dann die Schilder wegmachen und da hat man einen großen See. Diese gleichen kleinen Viecher mag ich so gerne. Die so schnell wegrennen, diese Berglöwen. Selten, die Ozelots oder Katzen, besser gesagt. Okay, ich habe meine Sandmine, glaube ich... 4, 1, 2, 3...
Kann man die irgendwie einfangen, die Viecher? Und die Wand. Ja, mit Fisch kannst du sie zähmen und die halten Creeper fern. Okay, ich habe jetzt meine Sandmine gefunden. Los geht's. Das ist sehr praktisch. Das ist, Sandminen sind eigentlich immer so, mache ich immer so ungern, weil sie die Natur zerstören. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, finde ich sie gar nicht so schlecht, wenn ich mir gerade überlege. Also man kann ja seine Meinung auch durchaus ändern. Weil ich persönlich auch großer Fan bin von so künstlich geschaffener Natur. Damit meine ich jetzt nicht die 5 Euro Plastikblumen vom Aldi, sondern wenn man zum Beispiel in diesen ganzen Schwimmbädern, in diese Schwimmbädern geht und dann diese künstlich gemachten Thermen sieht mit diesen künstlichen Wasserfällen und so, dann finde ich das eigentlich immer ganz cool. Ja, da könnte man ja einen Springbrunnen bauen aus der Sandmine, wenn du ein bisschen guckst, wo du die genau jetzt baust. Ja, ich hab jetzt... Ja, doch, ich hab sie dir... Scheiß Kaktus. Ich hab sie neben einen... Was mach ich eigentlich? Wie blöd kann man eigentlich sein? Oh, sehr blöd. Neben einen kleinen Teich habe ich die Sandmine jetzt gebaut. Ich habe mich hier gerade verbaut, dann baue ich das ab und baue mich nochmal falsch hin. Ich möchte nochmal hinweisen, wenn ihr neugierig seid, wie eigentlich der Moritz spielt, weil ihr seht ja nur meine Perspektive, ich verlinke unter meinen Videos immer seine Aufnahme. Damit könnt ihr noch alles aus seiner Perspektive sehen. Zwar habt ihr dann nicht mit, also die gleiche Hintergrundmusik und so. Ach, daran könnte es liegen. Aber ihr habt die Ansichten von Moritz. Gell, Moritz? Ja, okay, gut. Ja, habt ihr, genau. Nee, ich habe nur gerade geguckt, jetzt sollten meine ganzen Bugs weg sein in Minecraft. Und ich weiß nicht, sollen wir hier den Baum so mit einbinden ins Baumhaus, sodass dann Wohnbereich sozusagen noch was wächst? Ich komme, aber wir brauchen jetzt Kohle. Ganz nett vorstellen. Wir brauchen Kohle. Und ich würde sagen, wir machen hier, ja, hier. Hier ist gut, hier kommt mal hoch. Wir brauchen Kohle, gell? Wollte ich mir mal nur anmerken. Ja, wir brauchen Kohle. Hier kommt man hoch, da müssen wir nochmal, bis die gewachsen sind. Oder hast du eine Schere? Nicht, oder? Nee. Ich hätte zwar zwei Eisen. Ja, dann mach doch mal eine Schere und bring mir hier Ranken mit. Warte, ist so eine Schere? Ja, okay. Ich habe eine Schere. Ich mach ein paar Ranken. Ranken. Habe ich sie? Ja, ich habe eine Ranke. Reicht das? Zwei wären, ja, naja, reicht inzwischen schon längst. Jetzt habe ich 5 Ranken. Einfach, dass man hier oben hochkommt. Erstens, hier zwei, hier ist eine, fehlt da, und hier oben, dass man einfach hochkommt. Und bitteschön, und bitteschön, 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 und danke. Das war's. So, jetzt kommt man ins Baumhaus. So, jetzt machen wir hier in das Baumhaus lebenswichtige Materialien. Despawned. Wie zum Beispiel die Crafting Table. Weißt du, was ich meinte? Dass wir hier den Busch so im Wohnbereich drin haben. Okay, aber warte mal ganz kurz. Denn die Playlist funktioniert nicht mehr. Das ändere ich schnell. Da kommt dann einfach ein Schnitt rein. Scheiße. Moritz, halt mal kurz den Mund. Ich halt kurz den Mund. Ein kleiner Schnitt. Naja, jetzt kann man hier doch hoch. Es geht wieder Musik. Darüber und dann da hoch. Schade, dass man nicht hochrennen kann. Ich weiß, gibt es Mod für, aber... Wir wollen ja nicht cheaten. Es gibt wieder Musik. Und ich baue kurz mal eine Chest, um mein ganzes Zeug reinzustellen. Was ist los? Ich bin gerade rückwärts vom Baum runtergesprungen. Hast du überlebt? Ja, ich bin ins Wasser gefallen. Aber irgendwie wollte ich das eigentlich nicht. Ach, hast du das Bett dabei? Ah, das hole ich. Warte, das hole ich einfach mal schnell. Gut. Mit der Gelegenheit versuche ich auch mal... Beziehungsweise kannst du gleich da schlafen. Dann. Ich habe Kohle, aber keine Fackeln. Aber ich kann mir Fackeln machen, weil ich habe nur noch 3 Holz. Oh, scheiße. Kann nicht sprinten. Brauchst was zu essen? Ja, aber jetzt ist zu spät. Jetzt bin ich auf dem Weg. Na gut. Boah, wenn ich dran denke, dass ohne das Update früher es immer so war mit dem Sprinten. Ja. Naja. Also noch sind keine Zombies da. Das wird sich aber jetzt in nächster Zeit ändern. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut bei der Aufnahme. Ich habe nämlich das letzte Mal gemerkt, dass sie ein kleines Tick,
kleinen Tick zu leise war. Wir brauchen sowieso Tropenholz. Ich reiß jetzt unser Baumhaus ab. Was? Ein Block. Okay. Ich habe kein Holz und hier ist ziemlich düster. Halbmond. Okay, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin ja auch blöd. Jetzt habe ich ja gerade Fackeln schon gemacht. Ich wollte mir eigentlich eine Axt machen. Achtung, I go to sleep. You go to sleep. Schlaf, Kind. Und es ist wieder hell. Und ich gehe back und will jetzt auch mal endlich Kohle haben und scheiß Tür. So, warte mal ganz kurz mit der Kohle, die ich hatte. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir eine Axt machen, genau. Und eine Spitzhacke könnte ich noch brauchen. Ich, weißt du was, ich möchte gern Kohle finden. So, wir haben 10 Weizen. Ja, okay. Und 8 Samen haben wir auch. Ach, jetzt habe ich vergessen, wie man nochmal Brot macht. Wie ging nochmal Brot? 3 Weizen nebeneinander. Okay, warte, ich ernte hier mal kräftig. Ich habe noch 10 Stück übrigens. Und ich, der kann weg. Gut, dann kann der wieder dahin. Weil ich fäll dann... Ja, ach, das ist mal eine Scheißneuerung. Was ist es denn? Dass man Holzblöcke jetzt auch quer setzen kann. What? Hä? Wie jetzt? Wenn du herkommst, könnte ich es dir zeigen. Ja, ich bin auf dem Weg, allerdings... Scheiße, wo war jetzt das Haus? Bei dem großen Baum. Nein, unser Haus.